Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tales of Arise. Wir stehen hier auf den Eisebenen und wollen da runter, weil wir da sowieso hin müssen. Also, yay! Nee, du, das war meine Schuld, aber ist gar kein Problem, wir haben es überlebt. So, hier sind noch ein paar Eiswürfe. Nehmen wir natürlich direkt erstmal mit. Bomben sind halt voll gut, die muss ich auf jeden Fall nochmal hoch leveln. So, haben wir hier alles. Ach, hier gibt es nur den Kristall, das war unschön. Duldan, Herz. Erz, nicht Herz. Oh, hier haben wir einen Händler vermutlich. Hier oben waren wir schon, oder? Uiuiui. Oh, dann schauen wir mal hier, was es hier in diesem Häuschen gibt. Hey, ist hier noch ein wenig Platz für uns? Dieses Feuer verurteilt niemanden. Jeder ist herzlich eingeladen, seine Wärme zu genießen. Alfen, warte. Hast du vergessen, was ich gesagt habe? Ich weiß, ich möchte nur ein bisschen mehr über unser neues Reich erfahren. Ich sehe, ihr habt eine Menge Gepäck dabei. Was schleppt ihr da mit euch herum? Das sind mehrere Waren zum Verkaufen wie Medizin. Dazu kommen meine Werkzeuge, mit denen ich von Zeit zu Zeit Zubehör aus Erz herstelle. Hast du gerade Zubehör gesagt? Du meinst, die Leute hier unten auf Dana tragen die auch? Jetzt bin ich interessiert. Bist du ein guter Handwerker? Ich sage dir was. Ich werde mir einige deiner gefertigten Sachen selbst ansehen. Was? Metallgravierer. Ein Metallgravierer kann Zubehör für dich fertigen und verwendet dazu Erz, das du an Abbaustellen förderst. Wenn du ein Zubehör verbesserst und neue Fertigkeiten dafür aktivierst, kannst du diese Fertigkeiten sogar auf neues Zubehör übertragen. Aha. Zubehör fertigen? Du kannst Erz nutzen, um Zubehör zu fertigen. Wähle ein zu fertigendes Zubehör und das Erz, das du als Material benutzen möchtest. Die Seltenheit und mögliche Bonusfertigkeiten dieses Erzes werden dann für das gefertigte Zubehör genommen. Erze können bis zu 4 Fertigkeiten besitzen. Seltenere Erze bieten mehr Fertigkeiten. Um diese Bonusfertigkeiten zu aktivieren, muss das aus Erzen gefertigte Zubehör verbessert werden. Aha. Giftamulett. Nö. Nö. Kriegeremblem. Schneideemblem. Will ich nicht. Zubehör aufwerten. Habe ich nicht, okay. Ich will doch gar nichts fertigen, das ist doch kacke. Machen wir mal das hier. Aha. Zubehör verbessern. Wenn du ein Zubehör verbesserst, erhöht sich sein Level und Bonusfertigkeiten werden aktiviert. Du benötigst dafür Erz und anderes Zubehör. Je seltener beides ist, desto mehr Level steigt dein Zubehör beim Verbessern. Ich habe kein Zubehör zum Verbessern. Wie findest du das? Habe ich den Test bestanden? Nicht übel, schätze ich. Nicht das Schönste, was ich je gesehen habe, aber zumindest sieht es praktisch aus. Wenn ich auf Erze stoße, komme ich vielleicht wieder. Bis dahin solltest du aber noch ein wenig besser werden. Ich weiß dein Urteil zu schätzen, meine Dame. Ich lasse dich nicht im Stich. Du solltest Chion selbst zur Rede stellen, nicht ich, Rinville. Ich möchte nicht mit dir sprechen, mach du das, Alfen. Na gut. Okay. Es ist kalt hier draußen. Setzen wir uns und essen was, damit wir uns etwas aufwärmen. Gute Idee, aber ich habe keinen großen Hunger. Tja, man sollte nie mit leerem Magen in den Kampf ziehen. Und man weiß nie, wann der Feind eingreift. Also,
Chio, du musst nicht um den heißen Brei herumreden. Du kannst ruhig zugeben, dass du Hunger hast. Warum solltest du sonst das essen wollen? Na schön. Jare. Wenn ich es mir recht überlege, wir müssen etwas essen, Leute. Yes. Ich mache uns was Feines. Wie wär's mit einem Rezept, das unter uns Karmesinkrähen beliebt ist? Ina! Was für ein Schmaus. Du kannst echt besser kochen, als ich dachte, Zephyr. So, ne? Ja, das war echt gut, danke. Schön, dass es euch geschmeckt hat. Oh. Willst du noch einen Teller? Wie du schon sagtest, es ist nicht gut, mit leeren Magen zu kämpfen. Nein, danke. Gion, isst das verdammte Zeug, sonst schmeiß ich es weg. Na gut, wenn du darauf bestehst. Rinwell, Es sollten noch 3 Versuche dauern, bis Gion endlich zufrieden war. Rezept für Gemüsesuppe. Suppe mit einer großen Auswahl an Gemüse, das gekocht wurde, bis es weich ist. Der milde Geschmack wärmt Körper und Geist gleichermaßen. Gion, 満足したか? Ja, Okay, warte mal, bevor wir hier mal in die Hütte reingehen. Machen wir erstmal das hier. Ringwell, amari mae ni deru na. Itsu doko kara Zugru ga arawareru ka wakaran. Daijoubu da yo. Kuru toki datte nantoka natta shi. Ii kara sagatte iro. Sonna, dame da yo. 私が頼んできてもらってるのに。お前が倒れたら案内役がいなくなる。それに危険を引き受けるのはオイボルの役目だ。でも、お前にはこの国の抵抗組織とつないでもらわなきゃならん。それまで元気を取っておけ。ありがとう。でも確かにどうやって通り抜けたの？ズーグルに全く遭遇せずに済んだとは思えないけど。 何か prima. Die beiden Frauen haben natürlich wieder Geheimnisse. Was soll das denn? それにしても山一つ越えただけなのにこんなにも気温が違うなんて。そんなに違うのか。カラグリアは暑かったよ。俺は見た目の違いしかわからない。エクシ！ええ、自覚できなくても体は反応するんだね。そうか。くしゃみが出たら寒いってことか。くしゃみは風の引き始めというわよ。 寒さを感じないなら、なおのこと体調管理に気を。口。今のはくしゃみなのか。言葉を噛んだだけよ。いや、俺のとはだいぶ違ったけど、今のは確かにくしゃみ。違うって言ってるでしょ。口。お互い体調管理には気をつけような。お、Sie müssen sich wärmen. Geburtsstunde eines Helden. もうカラグリアに後ろ髪を引かれているの? いや、むしろ離れられてほっとしてる。 ほっと? 安心したっていう意味? 誰も彼も見ず知らずの人までが俺のことを前から知っていたみたいに話しかけてきて、正直落ち着かなかった。それだけのことをしたんだ、お前は。 レナのスルドを倒し、炎の門を打ち壊すというな。けど、それは炎の剣があったからこそだ。ビエゾの元にたどり着けたのだって、ジルファたちが。それでも、ビエゾを倒したのはお前なんだ。それに人間ってのは、守ってくれそうなものを崇めたがる。英雄だなんだと呼んでな。俺はそんなもの求めていない。そんな、スルドの代わりみたいな。 俺は嫌だ。変わっているな、お前は。本当にそう思うなら、その感覚を大事にしろ。迷った時は、その声に耳を傾けるんだ。そうすれば、見失わずに済む。
お前が正しいと思う道をな。俺が正しいと思う道。Ja, so, hier haben wir ein Feuerchen. Wir gehen natürlich erstmal hier rein. Hochlandhütte. Rena, die Heimat der Renia, riecht sichtbar im Himmel über Alpen. Hühnchen, Junge, ein Zettel, den wir leider nicht lesen können. Weiße Silber. Weiße Silberebene, achso. Okay. Ha. Das hier ist einfach eine Hütte. Schade, gibt's nichts. Okay, dann gehen wir mal ins Feuerchen. Eine Hochebene, die das ganze Jahr über mit verschneit und eisig kalt ist. Ja, ich möchte mich ausruhen. Wir haben ja gerade keinen Buff. Schizukadana. Yuki no sei da yo. Oto o suikonjau nda. Chikazukarete mo gyaku ni kikoen wake ka. Yakkai da na. Onaji danajin ni sura yōjin shinakya naranai nante. Sonna shakai o tsukuri yageta Sisrodia no Surudo. Donna yatsu nan daro? Donna aite da rou to katte morawanai to komaru wa. Wakatteru yo. Sono tame ni kitan da. Haben wir irgendwas, was wir noch nicht kennen? Nee, wir haben alles gemacht. Wir rasten mal. Was machen wir denn Schönes? Elementarverteidigung. Gemüsesuppe haben wir kennengelernt. Ach, Kartoffeln und Tomate. Mehr seltenes Erz. Grillfisch. Der penetrante, erdende Geruch macht das Gericht zu einer Spezialität. Haferbrei. Mabo. Obstsandwich. Ich glaube, wir machen mal Grillpilze. Und der Alfen kocht das mal. Yoshi, dekta! Minna odoruku so! Okay. Gutes Nächtle. Mina, so, jetzt würde ich. Junbi wa ii ka? Ja, warte mal ganz kurz. Ausrüstung. Stichemblem haben wir. Okay, jetzt will ich mal gucken, ob wir das hier bei dem vielleicht machen können. Waffe schmieden. Sturmflügel. Ui. Oh, Bestienmähne brauchen wir dafür. Okay. Bizarrer Megakern. Halbmenschliche Klaue. Was ist denn hier los? Nee, warte mal. Zubehör herstellen. So, Zubehör aufmerken. Erhöht Durchdringung um 30%. Nee. Nee, warte mal. Das lassen wir mal. Jetzt muss ich ihm das natürlich wieder ausrüsten. So, dann probieren wir das hier mal direkt an den beiden Süßen. Jetzt kriegen wir nur noch wenig Erfahrung. Ja gut, diese Hütte hat leider nichts gebracht. Das ist einfach nur so ein Punkt. Schauen wir halt mal weiter. Was gibt's denn hier? Noch ein paar Eiswölfe. Ich
げろ。私なら動けるわ。撃てる。マグナレイ。まだいけるな。愚問ね。よし、あら縁を任せた。Harter Knochenschaufer Zahn. Mal hier weit gehen. Ich muss kurz auf die Karte gucken. Aha, okay, wir können also hier runtergehen. Hallo! So, hab ich. その飛ぶやつか。私なら落とせる。その隙に。分かった。下げろ。投げ払う。あと少し。この調子で決めるぞ。言われなくても分かってるわよ。すまんな。全裸だ。投げ払う。行け。マルナレイ。ズーム。Ich schaue noch gleich. Rasierklingenfeder.Apfelgelee, gut. Apfelgelee, hier geht's irgendwo runter. Da geht's runter. Rosmarin ist okay. Guck mal gerade ganz kurz. Das ist hier. Flammende Schneide Inferno. Was haben wir hier? Blitzhieb.Rauer Wind. Tobender Sturm. Einäscherungswelle. Herrscherhieb haben wir gelernt. Flammenschneide, Einäscherungswelle. Oh, das hat zweimal. Feuert in schneller Folge zwei Schockwellen ab. Schwalbenklinge.Mundzahn. Zerstörung. Nun, was ist denn das? Aufsteigender Phönix, okay. Okay.Wenn wir das mal hier unten waren, da haben wir noch zwei Opfer. Wir müssen immer noch nach den Eulen suchen. Ich habe keine gehört bisher. Zerstörung, stimmt. Ich habe jetzt was anderes drin.Ein bisschen schneller. So, was haben wir hier? Tomate. So, wir müssen auf Shushu achten. Wir gehen mal ganz kurz wieder hier rein. Vielleicht ist ja da drin irgendwo die Eule. Nee. Gut, die solltet ihr auch hier reinkommen.よし、行くぞ。おお、すなわち、wieder alle da。じゃあ、ganz schlimm。どこからでも来た。危ない。バッタイバン、パスリだ。振り注ぐ。バッタイバン。ガッチュ。出せる。マグナレイ。バッタイバン。いや。もう、ハザン。そのようだ。畳みかけるぞ。やしゃい、ビシャミーガー。弱い者いじめはスカンのだが。さらに打ち取る。すまんな。ゴーハザン。レンガ弾。マグナレイ。バッタイだ。取れ。勝利だ。じゃあな。炎よ。小物に時間はかけてられないわ。存分に力を振るいなさい。おお、センキュー。
Apfel. Oh, 5 Äpfel haben wir gefunden. Hallo. Hab ich. Für die Pirouetten, ey. Dornenerz. Und Nachsicht. Und Duldanerz. Ja, stimmt sogar. Jetzt muss ich erstmal wieder mit meinen ganzen neuen Dingern da klarkommen. Da bin ich hoch. Da ist garantiert irgendwo eine Eule. Nee, jetzt kann ich. Boah, 600. Ach, hier wachsen auch Kartoffeln. Das ist hier sehr schön. Oh, was seid ihr denn? Wer ist denn? Halbmenschliche Klaue. Ja, einmal. Bräuchte noch mehrere davon. Gegengiftstein, okay. Trank des Lebens. Okay. Oh, hier ist noch was. Paralxstein. Und ein Eisenstück gab es. So. Noch keine Schuschu-Eule gefunden. Hier geht's weiter. Kann man hier nicht hoch? Nee. Okay, wir laufen mal ganz kurz zurück. Weil ich würde jetzt doch gerne das Berserker-Zeug mitnehmen, weil wir hier sind. Ich weiß noch nicht, wo es richtig ist. Was haben wir hier? Die nehmen wir natürlich auch noch gleich mit. Ich habe noch keine Eule gehört, leider. Stoppasse! Rasierklingenfeder. Und hier ist auch kein. Verdammt, leider keine Eule. Wo ist die Eule denn? Gibt es hier in jedem Gebiet eine Eule?
Dana, Heimat der Demir, seit der Remilie-Invasion vor 300 Jahren. So, und so beenden wir jetzt hier diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.